Die Inquisition fegte wie eine Epidemie über das mittelalterliche Europa. Sie gehört zweifelsohne zu den dunkelsten und blutigsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Tausende Menschen wurden von der katholischen Kirche der Ketzerei bezichtigt, verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Eine ethnische Säuberung gigantischen Ausmaßes. Eine Glaubensrichtung wollte alle anderen auslöschen. Die Inquisition hielt im ganzen Land Tribunale ab. Die Menschen lebten in ständiger Angst. Der religiöse Fanatismus fasste auch im England der Tudor-Dynastie Fuß, wo sich Katholiken und Protestanten bis aufs Blut bekämpften. Die Verfolgung dauerte bis ins 18. Jahrhundert, als noch zahllose Frauen der Hexerei beschuldigt, unterdrängt oder verbrannt wurden. Ein Drittel der Bevölkerung wurde von den übrigen zwei Dritteln der Ketzerei bezichtigt. Die Christen löschten etwas aus, das es schon viele tausend Jahre vor ihnen gab. Es sollte ein Krieg gegen Magie und Hexerei sein. Doch tatsächlich war es ein Krieg gegen wehrlose Menschen. Die Welt lebte über 500 Jahre im Schatten der Inquisition. Man sollte meinen, dass wir unsere Lektion gelernt haben. Viele tausend Menschen starben in diesem Land. Durch Messer, Äxte oder das Feuer. Der grausame Albigenserkreuzzug gegen die Katharer in Südfrankreich. Die Verfolgung der Templer. Und die Verhaftung von Johanna von Orléans sowie ihr Ende auf dem Scheiterhaufen. Jetzt in dieser Episode von Die Inquisition. Bei der Inquisition ging es nur um Macht und Reichtum. Egal ob religiöse oder politische Bewegungen, man ließ sie sofort niederschlagen, da sie als Bedrohung empfunden wurden. Anfang des 13. Jahrhunderts standen sich zwei große religiöse Mächte gegenüber. Das Heilige Römische Reich beeinflusste fast ganz Europa, während der Islam Arabien, Persien, Teile Afrikas und Südspanien dominierte. In dieser kriegerischen Zeit hieß es Morgenland gegen Abendland. Die Kreuzzüge zur Rückeroberung des Heiligen Landes waren in vollem Gange. In seinem religiösen Eifer war das Heilige Römische Reich entschlossen, all jene zu vernichten, die dessen Glauben oder Autorität nicht anerkannten. Sie wurden als Ketzer gebrandmarkt. Im Jahr 1208 rief Papst Innozenz III. Einen Kreuzzug gegen eine radikale christliche Sekte in der südfranzösischen Region Languedoc aus. Die Katharer. Die Katharer waren eine christliche Bewegung und gegen Ende des 12. Jahrhunderts im Süden Frankreichs ansässig. Ihrem Glauben nach gibt es einen wahrhaftigen guten Gott, der aber nicht der Schöpfer der Welt ist. Ihnen zufolge sind wir das unvollkommene Werk eines schlechten Gottes. Deshalb findet man nur im Himmel beim wahrhaftigen Gott Erlösung. Sie hatten nur wenige Besitztümer und zogen für gewöhnlich zu zweit umher und predigten ihre Botschaft. Und die Menschen gingen darauf ein, weil sie sehr nahbar und zugänglich waren. Sie verkörperten das Ideal der frühen Kirche, ganz im Gegensatz zur institutionellen Kirche der damaligen Zeit. Die Kirche fühlte sich also bedroht, weil die Katharer für sie zu einer Konkurrenz geworden waren. Die Katharer unterschieden sich vor allem darin von Rom, dass sie tiefgläubig waren. Es ging ihnen nicht um Reichtum oder Macht. Der Weg zum wahren Gott stand im Mittelpunkt.
Meiner Meinung nach griff Rom die Katharer nur deshalb an, weil diese von der Bigotterie, der Gier und dem Terror seitens der katholischen Kirche genug hatten. Die Katharer hatten andere Ansichten. Sie glaubten weder an das Fegefeuer noch an das Zölibat und sie verabscheuten es zu töten. Die katholische Kirche verlor in der Folge einen Teil ihrer Anhänger. Dem wollte sie entgegenwirken, indem sie die Katharer in großer Zahl abschlachteten. Eine Armee mit überwiegend französischen Soldaten zog gegen die Katharer aus. Ihre Mission? Vernichtung und die Beschlagnahmung des katharischen Vermögens. Es war der Beginn eines brutalen, 20 Jahre währenden Kreuzzugs, bei dem Tausende Unschuldige abgeschlachtet wurden. Eine ethnische Säuberung großen Ausmaßes. Andrew Goff erforscht seit Jahren die damalige Verfolgung der Katharer durch das Söldnerheer. Das Inquisitionsheer war überraschenderweise kein auswärtiges Heer. Es bestand nur aus französischen Soldaten, der Barone und Herrscher aus dem katholischen Nordfrankreich. Diese Kreuzritter sind mit Vergnügen gegen die Ketzer im Süden in den Kampf gezogen. Der wahre Grund für diesen Kreuzzug war ganz banal. Sie wollten neue Gebiete erobern und sich bereichern. Roms Befürchtung war, dass mit den Katharern ein großer und wichtiger Teil Frankreichs die Unabhängigkeit von der römisch-katholischen Kirche erklären würde. Ketzer waren nichts Neues, doch die trafen sich bis dato eher im Geheimen. Nun war es ein öffentlicher Affront eines für die Kirche äußerst wichtigen Territoriums. Aus diesem Grund erklärte ihnen der Papst den Krieg. Der Papst hat im Nu eine Armee zusammen. Er soll sich vor kurzem mit seinen Bischöfen getroffen haben. Im Juli 1209 erreichte die päpstliche Armee die Stadt Béziers und forderte deren bedingungslose Kapitulation. Doch die mit den Katharern sympathisierenden Bewohner weigerten sich. Was dann geschah, ging als eine der grausamsten Ereignisse in die Geschichte des Mittelalters ein. An einem einzigen Tag wurden alle Einwohner Béziers abgeschlachtet und die gesamte Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Schätzungen zufolge lag die Zahl der Toten bei mindestens 10.000. Das blutige Massaker überschattet Béziers noch heute. So imagine the scene. Am 21. Juli 1209 versammelten sich zehntausende Soldaten auf den Wiesen hinter mir, außerhalb der Stadtmauer. Die 10.000 Bewohner von Béziers wurden nur durch einige hundert Soldaten der örtlichen Landesherren geschützt, die den Katharern die Treue hielten. Der Bischof fürchtete ein Gemetzel und versuchte zu verhandeln. Die Inquisitoren forderten die Auslieferung der Ketzer und übergaben ihm eine Liste mit Hunderten von Namen, die meisten davon Katharer. Doch die Bewohner weigerten sich zu kooperieren. Am nächsten Tag eskalierte ein Geplänkel zwischen den Bewohnern Béziers und dem Inquisitionsheer, das daraufhin die Stadt stürmte. In der Folge wurden tausende Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet. Es war ein grausames Gemetzel.
Das Blutbad von Béziers war die erste große Gräueltat der Kreuzritter gegen die Katharer. Bis dato wurden zwar auch immer wieder mal Städte erobert, aber die Menschen wurden wegen ihrer Arbeitskraft meist verschont. Doch Béziers war als unmenschliche und unchristliche Stadt deklariert worden. Das Gemetzel geriet somit völlig außer Kontrolle. Es gibt eine kuriose Geschichte über die Bedenken eines Kommandanten. Auf seine Skrupel, dass neben Ketzern auch Katholiken getötet wurden, sagte ein anderer Kommandant: Der liebe Gott kümmert sich um die Seinen. Wer unschuldig stirbt, kommt in den Himmel. Ungefähr 20 Jahre später schreibt ein Historiker: Als die Kreuzritter herausfanden, dass unter den Ketzern auch Katholiken waren, sagten sie zum Abt: Wir können die Gläubigen nicht von den Ketzern unterscheiden. Dieser erwiderte: Tötet sie alle, denn der Herr kennt die Seinen. Die Ereignisse von Béziers machten schnell die Runde, weshalb viele katharische Gemeinden kampflos kapitulierten. Es schien fast so, als wäre ihr Wille gebrochen worden. Das nächste große Ziel des Inquisitionsheers unter Simon de Montfort war das wehrhafte Carcassonne. Die Belagerung dauerte nicht lange. Bereits nach 2 Wochen ergaben sich die Bewohner. Widerstandslos. Imagine the scene. Am 1. August 1209 war hier allen Einwohnern schmerzlich bewusst, was sie erwarten würde. Diesmal hatte Simon de Montfort eine andere Taktik. Er schnitt die Wasser- und Lebensmittelzufuhr zur Stadt ab. Nach 2 Wochen war alles vorbei. Männer, Frauen und Kinder traten durch das Tor hinter mir nach draußen. Rom hatte es auf die Katharer abgesehen, weil sie den falschen Glauben hatten. Eine Diffamierung des wahrhaftigen Gottes. Das konnte die katholische Kirche nicht tolerieren. Statt gläubiger Christen wurden jedoch abertausende arme und geldgierige Ritter und Söldner angeworben. Deren Ziel war einzig und allein, sich durch die Plünderung katharischer Ortschaften zu bereichern. Kurz nach der Kapitulation von Carcassonne fielen weitere Katharer Siedlungen in der Umgebung. Albi, Castelnaudary und Fanjeaux unterwarfen sich Rom. Es ist kein Wunder, dass Carcassonne widerstandslos kapitulierte. Es gab keinerlei Kampfhandlungen. Das Massaker von Béziers war eine deutliche Warnung. Wer sich von seinem Glauben nicht lossagt, stirbt. Das Inquisitionsheer machte auf die verbliebenen Katharer in der Languedoc-Region Jagd. Viele davon suchten in der abgelegenen Burg von Montségur Zuflucht. Sie lag imposant hoch oben in den Pyrenäen, bot gute Versorgungswege und war praktisch uneinnehmbar. Die Katharer wurden wie Tiere gejagt und verschanzten sich deshalb in der Burg von Montségur. Sie war quasi ihre letzte Bastion. Von dort aus wurde die Kirche der Katharer geführt. Rom schickte schließlich etwa 10.000 Soldaten dorthin, um die Burg zu belagern. Ich ergebe mich nicht kampflos. Montségur war wegen der Lage in den Bergen als Verteidigungsstellung nicht besonders geeignet, aber die Burg war zumindest schwer einzunehmen. Da der Berg so massiv ist, konnte die Armee die Katharer nicht umzingeln.
Es waren nur einige hundert Männer auf der Burg. Die Katharer wollten weder kämpfen noch jemanden töten. 210 sogenannte Perfekti und ungefähr 100 Kämpfer hatten sich dort verschanzt. Sie konnten ihre Stellung monatelang halten. Doch schließlich wurde die feindliche Übermacht erdrückt. Die Kreuzritter drangen ein und die Katharer mussten kapitulieren. Sie wurden verurteilt und alle bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Am 16. März 1244 wurden die Katharer den Berg hinabgeführt und zum Scheiterhaufen gebracht. Dort starben sie als Märtyrer in den Flammen. Nach fast 40 Jahren und über 50.000 Todesopfern hatte die römische Kirche mit dem Albigenserkreuzzug gegen die Katharer ihr Ziel erreicht. Die angeblichen katharischen Ketzer in Südfrankreich waren ausgerottet. Außerdem waren große Gebiete erobert und die zahlreichen Besitztümer geplündert worden. Ein erfolgreiches Unterfangen für die heilige Inquisition der Kirche, die in den folgenden Jahrhunderten noch weiter an Macht und Reichweite gewinnen sollte. Der Sieg gegen die Katharer war für die Kirche eine Art Legitimation ihres Vorgehens. Sie hatte mittlerweile gefestigte Strukturen mit Inquisitoren, die genau wussten, wie sie den Ketzern ein Geständnis entlocken konnten. Außerdem hatte man nun die sehr wichtige Rechtfertigung, um gegen andere Christen einen Kreuzzug führen zu können. Bis dato waren nämlich nur Nicht-Christen im Visier der Kirche. Die Vernichtung der Katharer erschütterte ganz Europa. Es war eine Machtdemonstration Roms und ein deutliches Zeichen, wie die Kirche mit Ketzern umging. Laut Rom galten all jene als Ketzer, die es wagten, irgendwie zu widersprechen. Der katholischen Kirche waren alle Menschen mit unorthodoxen Ansichten ein Dorn im Auge. Egal ob Magie, Zauberei, Spiritismus, Wissenschaft oder Philosophie. Die Kirche verteufelte quasi alles, was nicht linientreu war. Die heilige Inquisition bewährte sich als probates Mittel, um Kritiker der katholischen Autorität und Doktrin auszuschalten. Ein willkommener Nebeneffekt war der Zugewinn gewaltiger Ländereien und Besitztümer. Zwischen 1231 und 33 ernannte Papst Gregor IX. Erstmals selbst Inquisitoren, um die Ketzerei auszulöschen. Ein von Dominikanermönchen geführtes Tribunal steht dabei für den Beginn der nun institutionalisierten Inquisition. Die Inquisition als Institution ist ein Bereich der Kirche, der von Experten geführt wird, den Dominikanern. Sie sehen wegen ihrer schwarzen Kapuzenkutten ein bisschen unheimlich aus. Sie sind sehr gut darin, den falschen Glauben festzustellen. Im Grunde sind sie nicht böse, einige sind sogar warmherzig. Ihre heilige Pflicht ist es jedoch, Christen vor gefährlichem Irrglauben zu beschützen. Auf die Knie vor dem wahren Christus! Runter! Es lief immer gleich ab. In einem Ort wurde eine Predigt von einem Inquisitor abgehalten, manchmal auch von zwei. Alle Einwohner wurden dafür versammelt. Zuerst erläuterte er seine Befugnisse und anschließend verkündete er eine Gnadenfrist. In dieser Zeit konnten die Bürger ihm von ketzerischen Handlungen berichten. Das wirkte sich strafmildernd aus, falls sie sich schuldig gemacht hatten.
Sie werden der Ketzerei, der Blasphemie und der Leugnung der Dreifaltigkeit angeklagt. Diejenigen, die ihre Sünden nicht gestanden, erwartete eine grausame Strafe. Eine Gefängnisstrafe war schon schlimm, doch die größte Angst verbreitete die Folter. Sie war ein grausames und für die Inquisition zentrales Mittel, das häufig Anwendung fand. Ich will Namen hören! Blanchefort! Jean de Blanchefort! Das ist eine Lüge! Sagen Sie mir sofort die Wahrheit! Der Historiker Richard Felix hat sich intensiv mit Foltermethoden befasst. Chillingham Castle in England verfügt über eine umfangreiche Sammlung der grausamsten Folterinstrumente, die im Zuge der Inquisition angewandt wurden. This is the torture chamber of Chillingham Castle. Hier war die Folterkammer. A place of terror, pain, anguish, ein Ort des Grauens und des Todes. And death. There's well over 500 years worth. Allein in dieser Kammer sind über 500 Jahre Foltergeschichte dokumentiert. Diese kuriose Vorrichtung ist das Rad. Damit wollte man Ketzer zum Reden bringen. Das Opfer wurde mit ausgestreckten Gliedern festgekettet. Mit einem Messer wurden ihm dann Wunden zugefügt, in die dann noch kochendes Blei gegossen wurde, um weiteres Leid zuzufügen, bevor das Opfer regelrecht gebrochen wurde. Mit einem Vorschlaghammer zerschmetterte der Folterknecht die Beine an jeweils zwei Stellen. Dann das Gleiche mit den Armen. So zugerichtet ließ er seine Opfer langsam krepieren. Die meisten Folterknechte waren Sadisten. Wenn man jedoch Glück hatte, bekam man einen Schlag in die Magengegend, was einen schnellen Tod bedeutete. Ich will Namen hören! Ruhe! Raus mit der Sprache! Und zwar sofort! Kommen wir zum Strappado. Das war die Standard-Foltermethode während der Inquisition. Die Hände wurden hinter dem Rücken festgebunden und an der Schlinge wurde man an einen Balken hochgezogen. Dann wurden schwere Gewichte an die Beine gehängt. Dadurch wurden die Arme immer länger, was sehr schmerzhaft war. Die Opfer hingen dort so lange, bis sie gestanden. Um jemanden zum Reden zu bringen, ließ der Folterknecht auch mal das Seil los und packte es erst kurz vor dem Aufprall wieder. Gerissene Sehnen und ausgekugelte Schultern waren keine Seltenheit. Und dann gestand man ebenfalls. Ich will Namen. Gestehe! Sag mir die Namen der Ketzer! Heutzutage beschäftigen sich Forscher mit den Aufzeichnungen über die Folter in Südfrankreich. Peter Biller von der York University stieß dabei auf die Geschichte eines Mannes, der nach dem grausamen Strappado seine Schuld gestand. Es gibt einen Bericht über sein Geständnis im Januar 1311. Ganz am Ende steht, dass er seine Verbrechen in den anderthalb Jahren vor seiner Verhaftung begangen hätte. Er wollte erst nicht gestehen, doch dann wurde er eingesperrt.
Et in corda levatus aliquantulum, heißt es hier im Lateinischen. Mit dem Seil hochgezogen und aliquantulum bedeutet ein wenig. Dieser Text ist eine der ersten detaillierten Beschreibungen der Foltermethoden im Languedoc. Die Hände dieses Mannes wurden hinter dem Rücken zusammengebunden, das Seil wurde über einen Balken geworfen und der Mann hochgezogen. Manchmal mit zusätzlichen Gewichten beschwert. Das ist eine eiserne Jungfrau, ein Gerät mit Nägeln, die heute noch da sind. Sie waren nicht tödlich. Sie sollten vor allem größtmögliche Schmerzen zufügen. Die Nägel hier oben verletzten die Augen und die hier unten den Körper, aber keine wichtigen Organe. Die Tür wurde zugeschlagen und das blutende Opfer sollte schnellstmöglich zum Reden gebracht werden. And to confess. Wer ist das? Ein Ketzer. Er war bei einer Versammlung in Carcassonne. Nein, tauch ihn unter. Gesteh deine Sünden, oder wir ziehen andere Seiten auf. Rette deine Seele. Nein. Die Streckbank war ebenfalls sehr beliebt. Man lag wie dieser arme Teufel darauf. Dann wurden zuerst die Hände mit Seilen festgebunden und anschließend auch die Füße. Anfangs drehte der Folterknecht nur langsam am Rad. Und dann immer mehr. Mir hätten da die Sehnen allein schon vom Zusehen wehgetan. Schrecklich. Ich will Namen. Fester! Raus mit der Sprache! Nein! Ruhe! Sag mir die Namen! Damals wurden Zehntausende der Ketzerei bezichtigt, teilweise absolut willkürlich und zu Unrecht. Im ganzen Land wurden Inquisitionstribunale eingerichtet. Die Menschen lebten in großer Angst. Die Inquisitoren machten nicht nur Jagd auf die Ketzer, sondern auch auf deren Schriften. Sie vermuteten unzählige geheime Bibliotheken mit alten heidnischen Texten, die im Widerspruch zur offiziellen kirchlichen Lehre standen. Diese Bibliotheken befanden sich oft in Klöstern und Kirchen, da in der damaligen Zeit nur Mitglieder des Klerus und des Adels lesen und schreiben konnten. Bei dieser Bücherjagd durchsuchten die Inquisitoren Schlafzimmer, Keller und Dachböden. Das Hauptaugenmerk aber lag auf den Klöstern, weil sich darin früher die einzigen Bibliotheken befanden. Klöster und Kathedralen hatten genug Platz und zudem konnten nur Mönche und Priester damals lesen und schreiben. Nun stellte sich die Frage, was soll mit einer Klosterbibliothek geschehen, die ketzerische Bücher im Bestand hat? Behält man sie, damit kundige Inquisitoren sie zur Recherche nutzen können, oder vernichtet man sie, um die Ketzerei ein für allemal auszumerzen? Ketzerisches Gedankengut war schon schlimm. Doch wenn das Ganze zusätzlich niedergeschrieben wurde, wurde es noch schlimmer. Dann konnte es nämlich weitergegeben werden. Deshalb wurde so fieberhaft nach Schriften gesucht, die nicht der Ideologie der katholischen Kirche entsprachen. Ganze Bibliotheken wurden durchforstet, einige geschlossen und unzählige Bücher verbrannt. Hundreds of books were burnt.
Bücher können bei passender Aufbewahrung Jahrhunderte überdauern. Ketzerisches Gedankengut kann also wie ein Virus unerkannt fortbestehen. Wenn 100 Jahre später dann jemand dieses Buch liest, blüht die Ketzerei womöglich neu auf. Bücher wurden sozusagen als Wurzel allen Übels zerstört. Nachdem die Ketzerei in Südfrankreich mit den Katharern weitgehend ausgemerzt war, richtete die Inquisition ihr Augenmerk auf die Tempelritter. Die Templer wurden zu einem mysteriösen Orden, um den sich Gerüchte über bizarre Rituale und okkulte Praktiken rankten. Ein perfektes Ziel für die Inquisition Roms. Mit der Hilfe des französischen Königs konnte die Inquisition gegen die Templer vorgehen und bezichtigte sie der Teufelsanbetung sowie der Schändung des Kreuzes. Somit galten sie als Ketzer und mussten vernichtet werden. Die Templerritter waren der Kirche einfach zu reich und mächtig geworden. Sie waren gute Katholiken. Hunderte von ihnen hatten ihr Leben im Namen des Herrn und der katholischen Kirche gelassen. Sie gründeten sich als Kreuzritter und wurden dann als Wächter der Straßen nach Jerusalem eingesetzt. Ihr Fehler war jedoch, dass sie immense Reichtümer angehäuft hatten. Der König von Frankreich schuldete ihnen viel Geld. Hier kam also wieder Gier ins Spiel. Man behauptete, sie hätten sich zu Ketzern gewandelt, die homosexuellen Praktiken nachgingen. Das entbehrte zwar jeglicher Grundlage, aber der König von Frankreich und die Kirche wollten an ihr Geld. Wir kommen hier ein letztes Mal zusammen, bevor wir diese Lande verlassen müssen. Wir wissen, was zu tun ist und schwören gemeinsam. Zuerst trinken wir das Blut. Die gläubigen Tempelritter waren Mitglieder eines frommen Ordens. Sie wurden schrecklicher Ketzerei bezichtigt. Kreuzschändung, Anbetung von Götzen und Homosexualität. Diese Vorwürfe ließen sich nur schwer widerlegen. Die Templer wurden wegen allerlei Gräueltaten angeklagt. Neben homosexuellen Praktiken sollen sie auf das Kreuz uriniert und bizarre Bräuche praktiziert haben. Man warf ihnen die Anbetung der Gottheit Baphomet vor. Wegen ihrer geheimen Rituale kann man sie mit den Freimaurern vergleichen. Für die Inquisitoren war das Ketzerei im großen Stil. Ehre sei Baphomet. Ehre sei Baphomet. Ehre sei Baphomet. Philipp der Schöne von Frankreich hat die Verfolgung der Templer angeordnet. Seine Beweggründe sind unbekannt. Die Templer waren jedoch wohlhabend, einflussreich und damals nicht im Kampfeinsatz. Deshalb war der König ihnen überdrüssig. Ihr Geld und ihre Ländereien waren ihm jedoch nicht überdrüssig. Wir werden nie erfahren, ob Philipp all das glaubte, was er über die Templer erzählt hat. Er behauptete, dass sie den Teufel mit antichristlichen Handlungen verehren würden. Dafür wurden sie angeklagt. Geständnisse wurden durch Folter erzwungen und ihre Anführer wurden hingerichtet. Das Verhalten von Philipp dem Schönen war also nicht sonderlich schön. Er war entweder ein religiöser Eiferer, der an Lügen ohne historische Grundlage glaubte, oder ein skrupelloser Machtmensch, der Unschuldige ihres Vermögens beraubte. In beiden Fällen schneidet er schlecht ab. An einem Freitag, den 13. im Jahr 1307, ordnete König Philipp IV. An, alle Tempelritter zu verhaften und deren Hab und Gut zu beschlagnahmen. Aufmachen! Im Namen König Philipps und der Heiligen Mutter Kirche!
Hunderte Templer wurden wegen Ketzerei angeklagt. Sogar ihr Großmeister Jacques de Molay wurde mitten in Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Diese Geschichte nimmt eine ironische Wendung. Als Jacques de Molay verbrannt wurde, verfluchte er den König und den Papst für deren Verhalten gegenüber seinem Orden. Das Bizarre daran, innerhalb eines Jahres waren beide tot. Nachdem die Templer beseitigt waren, setzte die Inquisition ihren rabiaten Feldzug gegen die Ketzerei in Frankreich fort. Im April 1323 wurden hunderte Ketzer in Carcassonne bei lebendigem Leibe verbrannt, dort, wo die Katharer über 100 Jahre zuvor belagert worden waren. Die Mitschriften der Inquisitoren haben die Jahrhunderte überdauert und liefern ein faszinierendes, wenn auch grausames Zeugnis der Ereignisse. Ein Zeitzeuge berichtet Folgendes über die Verbrennungen in Carcassonne. The heretics. Die fasernackten Ketzer wurden komplett mit Wachs übergossen und anschließend an Stangen gebunden. Dort hängend wurden brennendes Pech und Schmalz auf sie gegossen. Ein Dorn unter ihrem Kinn verhinderte, dass die schreienden Opfer ihren Kopf zur Seite drehen konnten. Schließlich waren ihre Leiber vom Flammenmeer vollkommen verschlungen. Man kann sich kaum vorstellen, wie unmenschlich und brutal dieses Spektakel war. Die Inquisitoren verfolgten damit zwei Ziele. Erstens die Bestrafung der Ketzer für ihre Sünden und zweitens eine deutliche Warnung an all jene, die Zeuge dieser schrecklichen Hinrichtung waren. So ergeht es dir auch, solltest du dich der Ketzerei schuldig machen. Die Angst davor, verbrannt zu werden, sollte die Leute dazu bringen, zu gestehen. Doch wer gestand, wurde womöglich verbrannt. Die offiziellen Inquisitoren verbrannten fast niemanden einfach so. Stattdessen verhörten sie die Angeklagten immer wieder und verglichen deren Aussagen mit den Aussagen von Zeugen. Es lief genauso ab wie bei einem ordentlichen Gericht. Inoffizielle Inquisitoren waren meistens nicht so zimperlich. Sie drohten Verbrennungen an, wenn die Opfer nicht gestanden. Und wenn sie gestanden, wurden sie trotzdem verbrannt. Sie wurden auf grausame Weise gefoltert, bis sie die Menschen verrieten, die sie über alles liebten. Lasst ihn noch ein bisschen leiden. Ja, Bruder. Nachdem die Inquisition fast ganz Frankreich unter ihre Kontrolle gebracht hatte, forderte sie ein weiteres berühmtes Opfer. Jeanne d'Arc. Die Jungfrau von Orléans. Sie war als Bauernmädchen in Ostfrankreich geboren worden. Von ihrer göttlichen Berufung überzeugt, führte sie die französische Armee im Hundertjährigen Krieg zu mehreren wichtigen Siegen gegen die Engländer. Wohlan! Wir kämpfen für die Freiheit Frankreichs und für den König! Lang lebe der König! Lang lebe Frankreich! Gott möge uns schützen! Angriff! Jeanne d'Arc war eine Kriegerin, eine Amazone wie Boudica. Vor ihr hatten die Engländer Respekt. Sie war eine geborene Anführerin und berichtete immer wieder von göttlichen Eingebungen und Visionen. Als Frau in Rüstung wurde sie natürlich belächelt. Für die Franzosen war sie eine Heldin. Bei den Engländern galt sie als französische Hexe. So übergaben die Engländer sie auch an die Inquisition. So wurde sie verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Rein mit dir, du Hexe! Jeanne
Johanna von Orléans, Sie stehen vor Gericht vor den Augen Gottes, weil Sie der Ketzerei bezichtigt werden. Sie haben gegen Ihren rechtmäßigen König die Waffen erhoben und sich in der Öffentlichkeit als Mann verkleidet. Sie behaupten auch, Geisterstimmen gehört zu haben und werden daher wegen Ketzerei angeklagt. Auf was plädieren Sie? Ich erkenne dieses Gericht nicht an. Ruhe! Es ist schon ironisch, dass diese Heroin von den Engländern vor Gericht gestellt wurde. Sie wurde der Ketzerei bezichtigt. Und sie behauptete, irgendwelche Stimmen zu hören. Die Engländer wollten sie loswerden. Und das Einfachste war, sie als ketzerische Hexe zu verurteilen und zu verbrennen. Johanna von Orléans, Kraft meines Amtes erkläre ich Sie der Ketzerei für schuldig. Was haben Sie dem Gericht zu sagen? Ich erkenne dieses Gericht nicht an! Sie werden zum Scheiterhaufen gebracht und dort verbrannt. Ihre Asche wird auf ungesegnetem Boden verstreut. Bringt sie weg! Nein! Ich erkenne dieses Gericht nicht an! Nach dem Prozess wurde Jeanne d'Arc auf dem alten Markt von Rouen verbrannt. Ihre Asche wurde anschließend kurzerhand in die Seine gestreut. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts hatte die Inquisition fast ganz Frankreich und Nordeuropa im Griff. Dort herrschten nun Angst und Schrecken. Der Papst und die Kirche trieben dort mit Hilfe von Inquisitionstribunalen und Soldaten ihr grausames Unwesen. Die gefürchteten Dominikaner waren in der Ausübung ihrer Pflichten zwar sehr gründlich, doch die Ketzer verschwanden nicht komplett von der Bildfläche. Sie versteckten sich vielmehr im Untergrund. Der Albigenser-Kreuzzug war kein wirklicher Erfolg. Die Ketzerei wurde insofern bekämpft, dass viele Menschen getötet wurden. Aber darunter waren auch viele, die keine Ketzer waren. Und das stärkte die Identität der Südfranzosen. Der Papst und seine Berater haben sich womöglich gedacht, dieser Kreuzzug und die Inquisition waren in Frankreich sehr erfolgreich. Warum machen wir es bei den spanischen Emporkömmlingen nicht genauso? Und genau das taten sie auch. Von den Erfolgen in Frankreich berauscht, wollten sie alle Ketzer vernichten und sich deren Ländereien und Vermögen einverleiben. Es begann eines der dunkelsten Kapitel europäischer Geschichte. Die Zeit von Thomas de Torquemada. Man sollte nicht unterschätzen, wie sehr die Inquisition und die Tribunale die Mentalität der Spanier verändert haben. Nach den Erfolgen der Inquisitoren gegen die Katharer, die Waldenser, die Albigenser und auch gegen die Templer, ging ihr Gier Spanien, wo sie nach noch mehr Geld und Ländereien trachteten. Vor allem zwei Gruppen spielten eine große Rolle: Juden und Muslime. So begann die Zeit der spanischen Inquisition.